zurück auf meinem Kanal. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Sabrina und heute gibt es das lang ersehnte Video. Wir zeigen euch unser Haus. Ja, starten wir hier im Eingangsbereich, ganz klassisch Haustür. Und hier seht ihr dann uns und die Garderobe. Hi Leute! Hallo! Jetzt gehen wir ein bisschen rum und zeigen euch mal alles. Ich meine, ihr kennt ja ein bisschen was von früher und ihr habt es euch so gewünscht und jetzt wollen wir euch mal zeigen, wie hat sich das hier verändert gehabt, seit wir hier eingezogen sind. Also wir haben hier die Tapete komplett runtergerissen, wir haben alles neu verspachtelt, alles weiß gestrichen. Das Einzige, was geblieben ist, ist halt der Fußboden und diese roséfarbene Wand hier drin. Also genau. Hier und am Treppenaufstieg. Ja, die hier vorne. Ja, ja, gehen wir erstmal hier lang. Licht einmal an, heute ist schlechtes Wetter hier auch. Wir haben alles abgerissen und verspachtelt und gestrichen. Hier Porträts der kleinen Kinder. Hier geht es dann Richtung Wohnzimmer einmal. Hier ist dann Leons Zimmer, Leylas Zimmer, Kinderbadezimmer und die Küche. Hier auch der Rundbogen ist geblieben. Ich hatte ja, glaube ich, schon in der ersten Tour gesagt, das wird so eine Nippes-Ecke, das ist es auch. Da ist wirklich nicht viel drin, außer ein paar Kakteen. Und wir haben hier eine Beleuchtung reingemacht. Ein paar Kakteen, unser Familienfoto und einfach nur noch eine große Laterne. Wie lange haben wir gesucht, um diese Laterne zu finden? Ewig haben wir gesucht, um so eine Riesenlaterne zu finden in zig Läden. Kleine und es hat ewig gedauert, bis wir die gefunden haben. Wie groß ist die? Die ist so einen Meter ungefähr, ne? 1,20 würde ich sagen. Wahnsinn. Hier geht es dann nach unten zum Keller hin, dann gehen wir aber zum Schluss hin. Ich würde sagen, wir starten mit dem Wohnzimmer. In der Stube, genau. So, dann gehen wir mal ins Wohn- und Esszimmer. Das ist das Wohn- und Esszimmer. Ihr seht vielleicht schon einen dezenten Unterschied vom ersten Update. Hier hat sich auch einiges getan. Auch hier haben wir alle Tapete runtergerissen, alles neu verspachtelt und geschliffen und gestrichen. Wir sind relativ spartanisch eingerichtet. Wir haben nicht unendlich viel. Wir wollten es einfach luftig und locker haben. Wir haben hier ganz einfach unser Sofa. Das reicht Masse aus für uns vier. Man kann das auch ausziehen, dass man alle liegen könnte. Dann haben wir hier genau, das Sofa ist da unten. Ja, genau. Da ist das zum Ausziehen. Schlaffunktion und Bettkasten. Und hier ist der Bettkasten drin. Das heißt, den könnten wir aufmachen. Und dann kann man da noch Decken und so reinlegen, alles vorhanden. Da hat dann Pia ihre Ecke. Genau. Mit Kuschi-Ecke und Spielzeug. Dann steht da noch der Robi zum Staubsaugen. Ja, unser Staubsauger-Roboter, der wichtigste Freund des Hauses hier. Hier haben wir dann unser Sideboard mit Fernseher und hier ist diese Spachteltechnikwand in Anthrazit. Rechts und links einfach zwei Grünpflanzen und dann war es das im Wohnzimmer. Auch hier gibt es nicht groß viel zu sehen, weil wir halt, ja. Außer unsere wunderschöne IKEA-Lampe. Ja. Machst du mal zu. Das ist die coolste Lampe der Welt, ehrlich. Ich denke, ihr kennt die alle. Ja, wir sind sehr minimalistisch eingerichtet, würde ich sagen. Ja. So, weiter geht's ins Esszimmer. Hier machen wir auch mal unsere Lampen an. Das ist die Lampe, die das Farbthema hier in dem Raum ausgelöst hat. Die haben wir gekauft. Da haben wir gefühlt gerade erst den Kaufvertrag dieses Hauses unterschrieben. Ich habe sie gesehen und ich wollte sie unbedingt haben mit diesen großen Glühbirnen. In Rose Gold fand ich so schön, dass ich sie unbedingt haben wollte. Ja, Esstisch haben wir ja vom Vorbesitzer übernommen. Dies kennt ihr vielleicht auch schon, wenn ihr unsere anderen Videos gesehen habt. Wir haben einfach nur noch rechts und links ein Sideboard hingestellt, wo Porzellan und Gläser und sowas drin steht. Da steht ein Bullenkopf. Und hier haben wir dann einfach nur noch ein kleines Tablett mit so einem paar Edelsteine und zwei Kerzen, einer A-Punkt und hier unten haben wir dann noch eine kleine Laterne stehen für unsere Duftkerze. Wir hatten die nämlich vorher hier stehen und die hat so gerußt, dass hier alles grau und rußig war, dass ich alles nochmal streichen musste. Deswegen haben wir uns eine Laterne geholt, da kommt der Duft auch durch, weil sie oben offen ist, aber sie rußt halt nicht mehr. Ja.
Wohn- und Esszimmer. Da hinten noch eine Palme und dann machst du es auch schon, ne? Oder? Das sieht gut aus. Ja, ne? Ich würde sagen, wir gehen weiter. Ja, machen wir weiter mit Leons Zimmer. Ich mache auch hier mal das Licht an. So, dann können wir einmal hier rein ins Paradies. Ins Superheldenzimmer. Ja, hier gibt es auch nichts groß zu erzählen. Sein Idol Hulk. Auf den Hulk ist ja quasi das ganze Zimmer aufgebaut. Da ist die Faust von Hulk. Und deswegen ist das Zimmer auch in grün und weiß, weil typisch Hulk halt. Hier hat er dann nochmal sein Superhelden-Puzzle, was alle möglichen Superhelden beinhaltet. Was wir alle zusammen gepuzzelt haben. Das waren, glaube ich, 1000 Teile. Genau. Ganz schön lang gedauert gehabt. Dann haben wir hier die zwei Kleiderschränke vom Leon. Eigentlich bräuchte er nur einen, aber hier ist noch Bettwäsche und sowas drin. Hier sind dann halt seine ganzen Brettspiele, da ist noch Verkleidung. Da oben sind seine, wie nennt man die, Autos. Seine RC-Car-Autos. Ja, diese ferngesteuerten Dinger. Hier hat er noch mehr Superhelden. Die ganzen Avengers. Ein paar fehlen noch. Dann hat er hier Hot Wheels, Tony's Box, das hast du extra gebaut gehabt, so, ne? Mit den ganzen Klopapierrollen. Genau. Seine Tony's Box. Hier ist halt alles voll mit Spielzeug. Da ist dann Lego, hier auch Knete, Puzzle. Dann diese Pyramiden, ja, diese Labyrinthbälle hat er hier noch. Da steht da total drauf, mega, ne? Mega gut. Also Leon steht da total drauf. Deswegen hat er ein kleineres und ein größeres davon. Genau, grüne Gardinen, auch passend zum Halt. Ein kleines Blümchen hat er natürlich auch. Dann hat er hier in der Ecke seinen Kreativtisch, seinen Basteltisch mit Bastelwagen. Da ist alles drin, Tuschen, Aquabeads, Bügelperlen, Stifte sämtlicher Art und Wasserfarbe und so weiter und so fort. Hier hat er dann seine zwei Regale, wo seine ganzen Tonis draufstehen. Ein ganz großer Toni-Fan. Jeden Abend gucken wir uns dann zusammen Toni raus und er liebt diese Toni-Box mit seinen Toni-Hörspielen. Dann hier ja sein Hochbett mit aktueller Lieblingsbettwäsche natürlich. Die Avengers mit Hulk auch am Start. Seine ganze Kuscheltier-Fraktion, die auch unbedingt in dem Bett bleiben muss. Da ist nichts. Ja, man hat so ein ganz tolles Kissen. Das hat so eine Memory-Funktion. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man da drauf drückt, dann das geht das ganz weich zurück. Und das kann man auch schön, noch eine Etage höher machen, wenn er größer wird und einen größeren Kopf hat, dann könnte man das auch noch mal höher machen. Das ist von UTTU, das haben wir mal zur Verfügung gestellt bekommen und Leon liebt sein Kissen und wir sind alle neidisch auf sein Kissen. Also wie gesagt, das kann man wirklich so peu à peu größer oder kleiner machen, je wieso, wie man es halt braucht. Dann haben wir noch unter dem Bett seine Hot Wheels Bahn, seine Cushy-Ecke quasi. Seine Muckel-Ecke. Genau, und hier haben wir dann die ganzen Bücher, die Leon hat. Ja, mit Tiptoy und Pixie-Bücher und was ist was und ja, wieso, weshalb, warum und so weiter und so fort. Also eine komplett bunte Auswahl an Büchern. Also riesengroß, hier auch mit seiner Bahn noch, in der er immer spielt. Teppich, wo er mit seinen Hot Wheels drüber fährt. Ja, und Lego, Lego, Lego ohne Ende. Ja, mehr gibt es hier, glaube ich, auch nicht zu sehen. Leons kleines, großes Reich. Genau, also wir haben ja öfter mal gehört, Zimmer ist klein und wir sollen doch ein anderes Zimmer tauschen. Aber die Zimmer oben bis auf das Schlafzimmer sind alle kleiner als dieses Zimmer. Also ich meine, wir reden hier über 16 Quadratmeter. Ja. Jetzt mal ganz im Ernst, das ist nicht so, dass das Zimmer hier winzig klein ist. Von der Größe her ist dieses Zimmer so, wie es früher beide Kinder zusammen hatten. Genau, also er hat hier alles drin, er hat genug Platz zum Spielen. Von daher, auch wenn er jetzt größer wird, es passt auch noch ein Schreibtisch mit rein. Er kriegt dann, würde dann ein anderes Bett bekommen, aber ansonsten reicht das auch für einen großen Teenager-Jungen vollkommen aus. Machen wir weiter mit Leias Zimmer. Wie das schallt hier im Flur. Wahnsinn, ne? Auch hier machen wir Licht an. So, das ist Leias Zimmer. Ein Traum für Mädchen, würde ich behaupten. Also ich hätte mich damals über so ein Zimmer riesig gefreut.
Wir haben hier einmal das Hochbett mit Schreibtisch, das ist von IKEA, das ist dieses Duva-Reihe. Ja, dieses ganz große, genau. Duva-Reihe. Mit Schreibtisch. Genau, da hat sie dann halt ihr Prinzessinnenbild und ihre Schreibtischlampe mit Stuhl. Hier ist Schulsachen und so weiter drin. Dann hat sie hier ihr Puppenwagen, der momentan top aktuell und hoch im Kurs ist. Dann, weil Leila ja in der Schule ist und die Hausaufgaben an einem Tisch machen soll, hat sie noch einen Basteltisch bekommen, damit sie auch nicht immer mit ihren Schulsachen anfängt zu basteln. Deswegen hat sie nochmal einen separaten. Dann haben wir jetzt letztens meinen Kellerraum aufgeräumt und da blieb dann mein alter Schminktisch über. Und Leila fängt jetzt auch so langsam aber sicher an, die Kosmetik zu entdecken. Und deswegen hat sie den bekommen. Hier hat sie auch schon so ein paar Sachen drin. So alles, was ich quasi aussortiert habe oder was sie sich selber gekauft hat. Das darf sie dann nachmittags machen, wenn wir zu Hause bleiben und keiner da ist. Als nächstes haben wir hier Leilas Ponys aufgereiht. Die sind ein bisschen anders gestellt, deswegen sieht das noch weniger aus, finde ich. Aber sie haben exakt die gleiche Anzahl an Tonys. Auch hier Tonys Box CD Player. Leilas Lego Friends aufgebauten Sachen, die sie jeden Tag aufbaut und bespielt. Ihre ganze Stadt, die sie alleine genau aufgebaut hat, liebt sie über alles, ihre ganzen Legos. Ja, was haben wir hier noch? Da haben wir dann noch ein paar Spielsachen, Kuscheltiere. Hier unten sind ein paar Kinderbücher. Da lesen wir gerade jeden Abend ein bisschen was. Also Leila liest uns was vor, damit sie es üben kann für die Schule. Dann haben wir hier ein Tofas-Regal. Das ist auch Spielzeug und ihre Schminke, hier sind dann halt Haarspangen, Haarreifen und so drin. Philipferd, Civilians Family. Da oben auch nochmal Philipferd und Civilians Families. Civilians Families oder Family Family. Ja. Dann hat Leila hier das große, große Disney Poster Puzzle mit allen Disney Sachen, die es so gibt. Hier ist dann der Kleiderschrank, den hatten wir übernommen vom Vorbesitzer. Der passte exakt in diese Ecke und deswegen haben wir den hier reingestellt. So ist die tote Ecke auch nicht mehr tot. Dann ist ja bei dem Stuva-Bett immer noch hier so ein kleiner Kleiderschrank dabei. Da hat Leila einfach nur Brettspiel und Puzzle drin, weil sie die nicht in diese Regale haben wollte. Hier hat sie dann auch nochmal Regale. Hier hat sie dann ihren Gameboy drin liegen. Hier hat sie auch nochmal diese Labyrinthkugel. Die kleine, die Leon auch hat. Leila findet das nicht ganz so spektakulär. Und noch mehr Bücher, Tipptoy und Märchenbücher. Und ihre kleine Schatztruhe. Genau. Leila und Leon haben eine ganz spezielle Lampe da oben. Die haben beide die gleiche. Und zwar kann die per Fernbedienung besteuert werden. Da haben wir hier einmal die Möglichkeit, das Licht an- und auszumachen. Wenn wir uns das mal angucken hier. Aus. Ein. Und zudem hat die alle möglichen Farben und Disco-Beleuchtung. Das heißt, je nachdem, was wir drücken, hier muss man mal ganz kurz gucken. Ich benutze die auch so selten, dadurch weiß ich nicht genau, wie das alles funktioniert. So, jetzt geht es zum Beispiel in der Disco-Beleuchtung hier drin ab. Ja, das kam halt am Kindergeburtstag zum Beispiel total gut an. Da haben wir hier dunkel gemacht, Gelosette runter, dieses Licht an, Musik an. Und dann gingen die Kinder Party-Disco hier richtig los. Das haben die richtig gefeiert. Das stimmt. Für beide Kinder gleichzeitig die gleiche Lampe. Und was wir halt auch schön finden, ist, dass wenn Leila einfach in ihrem Bett liegt abends und dann doch noch irgendwie mal Licht anmachen möchte, dann drückt sie einfach den Knopf und dann geht das Ding an oder geht das Ding wieder aus. Ich brauche extra eine Nachttischlampe für da oben. Das ist halt nicht so einfach oben an einem Hochbett eine Nachttischlampe und so hat sie einfach Fernbedienung, kann Licht an- und ausmachen. Genau. Weiter geht's im Kinderbadezimmer, Gästebadezimmer. Das ist, glaube ich, der Raum, wo sich hier im Haus am meisten getan hat, weil das ja der Raum ist, den wir einmal komplett saniert haben. Und was wir daraus gemacht haben, das zeige ich euch jetzt. Das ist es jetzt, das neue Bad. Also wir haben ja einmal komplett die Fliesen abgeklopft. Mein Papa besser gesagt, ja, haben wir neu verputzt, neue Fliesen in einem super schönen hellen Grau angebracht. Die gleichen haben wir auch auf den Fußboden gelegt. Und wir haben wirklich nur dort gefliest, wo nass ist und alles andere haben wir verputzt lassen. Dann haben wir eine neue Dusche eingebaut. Au! Oh, entschuldige. Eine neue
Dusche eingebaut. Genau. Es gibt hier auch nicht viel zu erzählen. Es ist halt ein Waschbecken, ein Spiegelschrank, eine Toilette, zwei Schränke und eine Dusche. Aber hier ist wirklich am meisten passiert in dem Raum. Das stimmt. Hier ist die Küche und die zeige ich euch jetzt. Das ist die Küche. Auch hier, die Küche haben wir übernommen, die war schon vorab drin. Die hat uns ganz gut gefallen, deswegen haben wir sie auch einfach so übernommen. Platzmäßig vollkommen ausreichend. Die ist mega. Richtig schön, elegant, schön groß, man kann alles abstellen. Genau, ich habe hier meine dein Heiligtum. Mein Monsieur Cuisine Connect, meine Friteuse, meine Kenwood Cooking Chef. Absolute Lieblingsküchenmaschine überhaupt. Ja, was haben wir hier noch? Sodamax. Sodastream heißt da ja jetzt. Was ja, das stimmt. Sodastream, Kaffeemaschine. Ja, Spülbecken, Spülmaschine. Terranfeld. Den Tisch haben wir doch drin gelassen. Ich weiß nicht, der eine oder andere, der unsere leere Roomtour gesehen hat, hat gesehen, dass der Tisch vorher ja auch schon stand und wir am Struggle waren, ob wir ihn lassen oder nicht. Ich wollte ihn eigentlich gar nicht haben. Eugen sagte dann, doch, lass ihn mal stehen, wenn die Kinder morgens frühstücken vor Schule und Kindergarten oder abends, wenn du kochst und ich setze mich dazu. Ja, im Endeffekt bin ich ihm dankbar, dass wir es da gelassen haben. Die Kinder frühstücken hier immer morgens, Eugen, und die Kinder setzen sich hier zu, wenn ich abends koche. Und das ist wirklich doch sehr gut gewesen, dass ich da auf Eugen gehört habe und wir diese Tresen hier stehen lassen haben. Das ist mega, beste Idee überhaupt. Genau. Passen wir da richtig gut ran. Das ist die Station von Peanut. Ja, stimmt. Trinken und essen und dann war es das eigentlich schon. Achso, ja, hier genau. Hier habe ich noch mal, diese Regale von Ikea, die sind befüllt mit Just Spices Gewürzen. Keine Produktplatzierung, leider nicht. Alle selbst gekauft. Wir lieben die Gewürze wirklich. Also wir haben hier noch mal so ein paar von Lidl, glaube ich, war das, ne? Geholt, weil Eugen ja immer der Meinung war, es ist kein Unterschied zwischen Gewürzen zu merken. Aber was sagst du? Das ist ein gigantischer Unterschied. Ne, kannst du mit Just Spices einfach nicht vergleichen. Sehr schade, sehr schade. Ich hätte mich gefreut, wenn die genauso gut wären. Ja. Sind sie aber nicht. Also das sind wirklich die besten Gewürze überhaupt. Das stimmt. Das war jetzt das Erdgeschoss. Ich würde sagen, wir gehen einmal nach oben und dann zeige ich euch oben. Dann gehen wir mal hoch. Wir haben hier so eine Teppiche auf die Stufen gelegt. Das ist einfach sicherer mit den Kindern und für uns, weil es einfach nicht so rutschig ist. Erotische Schuhe hast du da. Ich habe meine Hausschuhe. als auf diesen Holzstufen. Dann haben wir hier noch die Lichterkette. Die hatten wir eigentlich Weihnachten ein bisschen anders hier hängen, aber wir finden das so schön und es ist abends so eine indirekte Beleuchtung, dass wir es einfach hängen lassen haben. Die haben wir mit Alexa gekoppelt. Wir haben sehr viel hier bei uns mit Alexa gekoppelt, dass immer die ganze Beleuchtung für uns ein- und ausgeschaltet wird. Wenn wir dann nachts zum Beispiel, wenn auch ein Kind mal wach wird und wir runter müssen, müssen wir uns die ganzen Lampen hier anmachen, dann machen wir einmal die Lichterkette an. Das reicht vollkommen aus, damit man auch alles hier sieht. Dann gehen wir mal hoch. Ab nach oben. Oben angekommen im Flur. Ja, wir haben hier, wie ihr vielleicht auch aus dem alten Update noch wisst, war ja hier so eine braune Tapete mit schwarz-weißen Silberbordüren. Genau. Die haben wir nur überstrichen, weil wir das mit dieser Struktur von der Tapete ganz schön fanden. Aber wir wollten es halt weiß. Wir wollten so viel weiß wie möglich. Dann hatten wir hier die Galerie. Achtet nicht so auf die Blume, denn wir haben an unsere Dachfenster so eine UV-Folie aufgeklebt, damit die Sonne halt nicht so arg hier reinprallt. Also die soll's im Sommer nicht so kühl machen. Nicht so warm. Ja, so warm, genau. Nicht so warm, und richtig. Und das finden die Blumen halt nicht so toll, egal wie oft und wie fleißig wir gießen. Ja, die gehen ein. Die gehen halt einfach ein. Wir müssen dann da vielleicht auch mal auf Kunststoffblumen oder sowas. Wir sind aktuell sind es Wegwerfblumen. Wenn sie tot ist, kommt eine neue ran. Wir haben hier einfach nur eine Muckelhöhle hingemacht und ein Sofa. Da kann man sich dann mal hinlegen. Ist immer ganz schön. Kann man auf einem Fenster in die Sterne zum Beispiel gucken. Hier haben wir uns ein E-Klavier gekauft für Eugen und Leila, die spielen hier ganz fleißig. Das ist die Bank, die habt ihr, glaube ich, mal in einem Action Hall gesehen. Ich bin immer noch am überlegen, ob ich hier dieses Bambus, was hier ist, in Weiß lackiere. Ich glaube, das würde halt optisch zum Klavier halt einfach besser passen.
lassen. Ja, aber das passt ja gut zu der Treppe. Also das spiegelt sich ja komplett wieder. Hier geht es dann auf den Dachboden. Ganz unspektakulär. Und dann würde ich sagen, gehen wir ins Badezimmer. Obwohl, Eugen könnte vielleicht, wenn er Lust hat, euch auch noch ein kleines Ständchen auf dem Klavier einmal spielen, damit ihr seht, dass es auch funktioniert und dass es auch benutzt wird. Hast du Lust? Ja, ich mach's. Ich bin nicht gut, ich bin am Anfang, aber ich probier's mal. Naja, dann. So, ich warne euch vor, ich bin wirklich nicht gut. Wir starten leider auch nicht, wir fangen an. Ich kann auch bis jetzt erst ein einziges Lied. Ich mach einfach mal, ich probier mal, ob wir's hinkriegen. So, jetzt geht's aber zum Badezimmer. Den Raum lassen wir aus. Da gibt es ein separates Video zu. Vielleicht habt ihr das schon gesehen. Mal schauen. Aber hier geht es Richtung Bad und das zeigen wir euch jetzt. Das ist es, das Bad von mir und Eugen. Sag ich jetzt einfach mal, ja. Auch hier Waschbecken, Toilette, Dusche. Ich liebe unsere Dusche. Es gibt nichts Besseres. Dann haben wir hier unsere Badewanne mit Whirlpool. Da hinten haben wir so ein bisschen Deko und hier haben wir dann ein großes Vorfachregal, wo dann Handtücher und so weiter und so fort drin sind. Da oben ist dann auch meine Reinigungsbürste fürs Gesicht, mein Glätteisen. Und auch hier hat sich die Farbe geändert, weil die Vorbesitzer hatten hier an diesen Wänden komplett so ein Grün, das ja, war ein Grün. So, und so grün wie Leons Zimmer ungefähr ist. Ja. Hatten die hier und das fanden wir nicht so prickelnd. Deswegen haben wir das halt komplett weiß gemacht. Und jetzt zeige ich euch eures Lieblingsknopf in diesem Badezimmer. Das Beste von allen. Und das befindet sich in der schrägen Wand. Und dann, ich weiß nicht, ob man das jetzt ganz gut sehen kann. Ja, ich glaube, das kann man erkennen. Es gibt nichts Besseres. Diese Spots, die leuchten bunt und Eugen liebt das. Wenn wir dann in der Badewanne liegen und dann am Chillen sind, die Badewanne ist ja auch mit Beleuchtung. Genau. Und dann ist hier schön dunkel und dann leuchtet es hier. Ach, gibt nichts Schöneres. Herrlich. Das ist mit Fernbedienung gesteuert, da haben wir da oben so einen Knopf in der Decke und da geht das dann ganz einfach an und aus. Der Action-Seifenspender, ja. Übrigens, vielleicht habt ihr es in einem Action-Hall gesehen, den benutzen wir, so sieht er jetzt gefüllt aus, ist wirklich gut. Was uns aufgefallen ist, der schluckt Batterien des Todes, also das ist jetzt schon die zweite neue Rutsche Batterien und innerhalb von 14 Tagen. Er ist schon wieder leer. Der ist echt gut, aber die Batterien gehen leer. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt Akkus für kaufen sollen oder ob wir jetzt vielleicht irgendwie High-End-Batterien kaufen, weil wir immer nur so ganz normale haben. Naja, müssen wir mal überlegen. Aber generell ganz tolles Produkt. Genau. Nächster Bereich ist Eugens Bereich, da habe ich gar nichts mit zu tun. Das ist das Büro- und Schnittzimmer. Das ist mein Arbeitszimmer. Ich bin in einem schönen Pink. In einem wunderschönen Pink. Du hast gesagt, du lässt es so. Kann ich nichts ändern. Den Rest haben wir aber geweißt. Das hatte auch ganz viele verschiedene lila Farbtöne. Ja, wir haben hier einfach zwei Schreibtische. Den kleinen haben wir noch aus der Wohnung und den großen haben wir jetzt dazu geholt. Einfach nur noch Rechner, Laptop und die Kamera. Wir filmen jetzt nicht mit dir, weil der Akku lädt. Weil du gestern ein Video gedreht hast und den Akku nicht geladen hast. Deshalb hängt er jetzt hier unten und lädt gerade. Oh, das heißt, er ist fertig. Das heißt, theoretisch können wir wechseln, aber jetzt machen wir damit weiter. Dann haben wir hier einfach noch zwei Kallax-Regale mit Ordnern und Papierkram und so weiter und so fort. Drucker und auch eine Blume, die am Sterben ist, weil wir auch hier diese Folie haben. Es ist einfach nicht machbar. Aber was sollen wir tun? Ja, das war das Büro. Kleiner Raum, genau, aber gut. Kurz und knackig, aber voll funktionsfähig. Raum, unser Raum, Schlafzimmer. Unser Heiligtum. Genau. Kommt rein. Ja, das ist unser Schlafzimmer. Wir haben hier ein riesengroßes Boxspringbett für uns beide.
Das hat hier unten jeweils rechts und links noch zwei Bettkästen. Und auch oben hier am Kopfteil. Das kann man auch umklappen. Da hätte man dann auch nochmal Bettkasten. Da haben wir jetzt momentan die Winterdecken drin und unten haben wir Bettwäsche. Das Bett besteht aus drei Matratzen. Genau. Das heißt, da hier unten, das ist der Bettkasten, das ist die erste Matratze. Hier ist die zweite Matratze und oben drauf ist noch die dritte Matratze. Der Topper ist auch von UTTU, den haben wir auch zum Testen bekommen. Der ist auch dieser Memory-Effekt und super angenehm und super bequem. Wir schlafen wie Prinzessin auf der Erbse. Ja, bestes Bett, was ich je hatte. Wirklich. So gut haben wir, glaube ich, noch nie geschlafen, wie wir hier schlafen, oder? Nee, absolut, das stimmt. Genau, dann haben wir rechts und links jeweils noch einen Nachtschrank mit Nachtlampen. Das war ein Krampf, bis wir Nachttischlampen gefunden haben, die uns beide gefallen haben. Die haben wir bei TK Maxx geholt und die Nachtschränke haben wir auf Amazon bestellt. Genau. Das sind extra welche für Boxspringbetten, weil die eine Schublade mehr haben. Ja. Dann haben wir hier einfach nur ein Kallax als Sideboard genommen, das dann unten ist eigentlich leer. Eugens Playstation, wieder eine kleine A, unser Fernseher und hier ist noch ein Ventilator, der die Temperatur im Raum auch anzeigt. Im Sommer, muckelige 23 haben wir gerade. Im Sommer ein absolutes Muss hier oben. Die Kleiderschränke, das ist meine Seite, das ist Eugens Seite. Und ich sage immer, meiner könnte noch ein bisschen größer sein, aber... Dann hat Pinata ihr Bett, da schläft sie nachts drin. Also du kannst ruhig mal meine Seite, die linke, aufmachen, um zu zeigen, wie das aussieht. Wenn du jetzt erzählst, deiner könnte ruhig mal größer sein, muss man sich mal vorstellen, wie das aussieht. Seite. Ich zeige euch meine Seite. Und so sieht meine Seite aus. Also ich habe hier wirklich keinen Platz mehr. Also ihr seht mal, wie groß diese Kleiderschränke sind und hier unten haben wir natürlich dann auch noch vier zusätzliche Kisten mit reingepackt. Die rechte Seite haben wir ja auch immer noch komplett. Das heißt, diese Kleiderschränke sind extrem groß und sehr, sehr schön. Trotzdem hat Frau nie was zum Anziehen. Jetzt können wir noch mal einmal um die Schränke rumgehen. Da befindet sich auch noch was. Wir konnten die Schränke nicht direkt an die Wand bringen, weil wir einfach die Schräge dort haben und wir haben jetzt den Schrank ein bisschen weiter nach vorne gezogen, damit wir das, was jetzt hinten ist, auch noch dahin bringen konnten. Das allererste ist, was man aber sieht, ist Peanuts Box. Da kommt sie rein, wenn wir ohne Peanut mehr rausfahren, dann geht sie da rein, damit sie zu Hause keine Döniken macht. Ganz einfach. Oder als sie noch in die Stuben rein war, hat sie da drin geschlafen. Dann kriegt man sie besser Stuben rein, weil sie dann einfach quietscht. Sie pinkelt ja nicht in ihr Bett. Jetzt machen wir hier mal mit unserer super Fernbedienung einmal Licht an. So, Licht ist an und jetzt geht Eugen, glaube ich, mal vor und zeigt euch so ein bisschen, was da ist, weil das sind unsere Schuhe. Das ist Prinas geliebte Schuhecke. Mit einer Ambientebeleuchtung, jedes Schuhpaar separat in einem Feld. Ja, also manche sind auch doppelt, weil ich nicht genug Platz habe. Also ich habe hier wirklich alles, Adidas, Fila, Bench, Puma, No Name, Skechers. Hier oben habe ich dann noch Dogo, Tamaris und so weiter und so fort. Also hier ist wirklich alles drin. Und im Flur unten sind auch noch welche. Genau, mir gehört das große Regal. Und euch hat das kleine Regal, aber er füllt es auch aus. So ist es nicht. Das stimmt. Und du hast unten auch noch Schuhe. Auch bei mir sind einige Paar Schuhe mit drin. Wir haben so eine Vorliebe für Schuhe. Genau. Hier oben in den Kästen ist dann halt nur noch so Winterkram wie Schal, Mützen, Handschuhe. Mehr ist in den Kisten nicht. Und was wir jetzt hier halt eingebaut haben, ist entweder die Beleuchtung ganz normal oder dass wir jetzt zum Beispiel Ambientebeleuchtung gehen können. Und das sieht, wenn man das Licht ausmacht, wenn man das hier dunkel macht, extrem, extrem, extrem cool aus, weil man die Ambientebeleuchtung natürlich auch vom Bett sieht. Und dadurch wirkt das natürlich unglaublich cool. Also das ist schon so eine absolute Schmuckecke für uns. Schöne Beleuchtung, alle Schuhe separat hingestellt. Man kann sich morgens, ja, noch mehr, genau. Man kann sich morgens ein paar Schuhe aussuchen, was man haben will. Einfach nur klasse. Das war jetzt das erste Stockwerk und ich würde sagen, ich gehe mal in den letzten Bereich und das ist der Keller. Erstmal müssen wir hier unseren
super schicken Kinderschutz aufmachen, dann können wir hier einmal runtergehen. Das haben wir jetzt auch neu gemacht. Wir haben die Fliesen gestrichen in einem hellen Grau und haben die Treppengeländer wieder angebracht. Und ja, hier ist ja der Vorflur vom Keller theoretisch. Hier haben wir einmal die Wände komplett geweißt, hier haben wir unsere Familiengalerie aufgehangen. Ein Poster steht hier noch und mehr ist hier im Vorflur, Vorkeller, wie auch immer man es sagt. Dann gehen wir hier einmal in den ersten Raum. Das ist der Hauswirtschaftsraum. Das ist so unser Lager. Ja, so kann man es sagen. Oh, hier, wie das hier riecht. Meine Eltern waren gerade da und haben uns ein paar Erdbeeren gebracht. Die Tüte ignoriert ihr, die grüne. Das ist das nächste Video. Das wird ein mega großes XXL aufgebraucht, genau, wo wir uns jetzt zusammen ransetzen werden. Also da ist einiges drin. Ein paar Erdbeeren ist übrigens gut. Ich glaube, das sind, weiß nicht, 8 Kilo oder so. Ja, also Marmelade wird gekocht. Ja, fangen wir hier vorne gleich an. Hier haben wir ein klassisches Kellerregal. Hier sind so ein paar Tupperartikel, meine Römertöpfe. Hier sind unsere Gläser für draußen, damit hier alle mit so einem Deckelchen, damit da auch nichts reinfliegt. Machen wir weiter mit dem ersten Kallax-Regal. Da haben wir einmal Torten, Behälter, Brotmaschine. Hier ist so ein bisschen Deko und sowas drin, Geburtstagsdeko. Hier ist Backen, Backen, Backen. Dann haben wir hier hinten so Zubehör. Das ist alles Peanut und danach ist einfach nur noch, hier ist noch Putzen und sonst ist hier alles nur noch so Ramschecke, sage ich jetzt mal. So alles, was man braucht, aber nicht wirklich, wo man Platz für hat. Machen wir weiter, Getränkespender, Pfandflaschenaufbewahrer und gelber Müllsack. Hier ist noch so ein Regal, da haben wir, hier ist mein Kram für die Arbeit, hier sind diese Puschen für die Gäste drin. Hier sind diese Ständer für die Flaschen für draußen, damit man sie besser zapfen kann. Hier haben wir ein Getränkeregal und da sind noch ein paar Kochbücher. Also hier ist so Schnaps und unsere Getränke. Und unten sind so ein paar Sachen von den Kindern, aber die Kinder trinken meistens Wasser. Und am nächsten Kallax-Regal ist so der erste Schwung. Oder ja, der Schwung an Vorrat, den wir hier so besitzen. Wir haben einiges an Naschi. Sieht mehr aus, als es ist. Es ist wirklich nicht mehr viel. Es ist nur noch groß aufgeteilt. Dann haben wir hier ein paar Brötchen. So ein bisschen Fertigessen, wenn es mal schnell gehen muss. Ja, Konserven, Gewürze, Soßen und Tomaten, Milch und Sahne, Zucker und Mehl, Kakao und Kaffee. Hier ist so ein bisschen Müsli, hier ist noch mehr Müsli, Zwiebeln und Kartoffeln. Dann haben wir hier so Kichererbsen, Reis, so Hülsenfrüchte und Sojagranulat. Nüsse und nochmal Vorrat an Milchreis. Nudeln, Nudeln, Nudeln. Ganz unten sind Quetschis und Riegel für die Kinder, extra nach ganz unten, damit die sich bedienen können, wann sie es möchten. Da haben wir nochmal Backen und in dem letzten, da sind weihnachtliche Trinkgläser drin, also ganz normale Getränkegläser mit Weihnachtsdeko. Dann hier im Regal in der Ecke, da haben wir so eingewecktes, selbst eingewecktes, ein paar auch gekaufte Sachen. Mein großer Topf, damit ich auch Rotkohl wieder kochen kann. Wir haben hier alles. Kommt noch was übrig, ne? Wenn man sich das vorstellt, dann ist das ganze Regal und noch mehr aber voll. Genau. Wir haben Apfelmus, Birnenmus, Rotkohl, Stachelbeeren, Marmelade, Tomatensauce und noch ein Glas Bohnen. Ja, hier ist dann Öle und sowas. Hier haben wir meine Weggläser. Die werden dieses Jahr definitiv nicht reichen. Wir müssen auf jeden Fall noch welche organisieren. Ja. Dann haben wir hier unseren Donutautomaten, einen Schokobrunnen, den haben wir uns gekauft, da haben wir geheiratet. Den wollten wir auf der Hochzeit aufstellen. Der ist noch nie in den Einsatz gekommen, noch nie. Ja, und da unten sind dann auch nochmal so ein paar Vorratsgläser. Hier haben wir dann alles so zum Backen, Mehl und ja, Schokolade und sowas. Hier ist noch Brotbackmehl und Paniermehl. Und hier ist so das ganze Zubehör von meiner Kenwood. Genau, das waren die Abteilung. Und jetzt, das hier ist das Hygiene-Kallax-Regal. Ja, hier ist so unsere Hygieneabteilung. Wir haben hier Sonnencreme, Haarfarbe, Haarpflege, Spülmaschinen, Tabs und Salze und so weiter und so fort. Hier haben wir so
Servietten, Taschentücher, Backpapier und sowas. Hier sind Müllbeutel, Putzmittel, Shampoos und Spülungen. Das ist mein Fach. Alles, was so Backup und sowas angeht. Und hier sind auch noch Sachen von der letzten Glow drin. Dann haben wir hier Wattepads. Ein ganzes Fach voll mit Wattepads. Dann hier sind Stoffbeutel und hier unten, da sind die Bedampfer der Kinder, wenn die krank werden. Hier haben wir dann Duschgel. Und ich weiß nicht, ob der eine oder andere damals meine Backup-Sammlung gesehen hat. Es ist nichts mehr übergeblieben, Leute. Also mehr Duschgel haben wir nicht mehr. Ja, alles aufgebraucht. Es ist wirklich wenig geworden. Ja. Wir hatten mal wirklich, wirklich viel, viel mehr. Dann haben wir hier einfach für Zahnsachen, also Zahnbürsten und Zahnpasten. Was ist das? Ah, hier ist auch nochmal so Partygeschirr drin. Dann haben wir hier Duschgel, also Duschschaum und Seife und ein bisschen Duft. Hier unten haben wir dann noch Parfüm, was wir noch nicht geöffnet haben, Handcreme und Bodylotion. Hier unten haben wir so ein paar Arzneimittel, jetzt nichts Großes. Hier haben wir alles, was Corona angeht, Desinfektion und Handschuhe und so weiter und so fort und noch ein bisschen Pflaster. Das ist Eugens Kiste, die ist ganz schön leer, habe ich gestern gesehen. Ja, da ist auch kaum noch was drin in meinem Backup. Auf jeden Fall nochmal was nachholen, aber ihr seht, ne? Er benutzt immer diese Schuhe. Ich liebe es. Hier haben wir dann nur noch Taschentücher, Toilettenpapier und Zewa. Und dann war es das mit unserem Vorratsraum, Hauswirtschaftsraum. Machen wir weiter mit Eugens Zimmer. Ich hoffe, ich kann da so gut es geht was zu erzählen, aber er ist ja dabei. Ich erzähle einfach selber was. Ab geht's ins absolute Nerdzimmer. So, das ist, ja, macht ihr mal euer Ding. Das ist mein Bereich. Man sieht, ich bin ja leidenschaftlicher Sammler von Figuren, habe immer ganz, ganz viel früher gesammelt gehabt und habe das dann irgendwann alles mal verkauft und war dann doch irgendwie unglücklich, dass ich das alles aufgegeben habe und habe dann halt wieder angefangen und habe mir alles mehr oder weniger, naja, ich sag mal ganz viel wieder neu nachgekauft gehabt. Ihr seht, ich gucke gerne DVDs und spiele auch gerne. Das hier ist mein Gaming-Zimmer, mein wirklich... Ja, mein Rückzugsort, wo ich mich einfach mal hinstelle, schön mit Ambientbeleuchtung, auch bei mir mit drinne, in meinem Heiligtum. Und ja, auch hier kann man erkennen, das ist unser Bar, wo wir uns gerne mal hinsetzen, wenn Freunde vorbeikommen. Und ihr seht, wir sind bestens ausgerüstet und haben so gut wie alles Mögliche, was es so an Getränken gibt. Da kommt Brina auch rein, ja. Wir sind sozusagen gut versorgt und man sieht, ich bin ja leidenschaftlicher Whisky-Trinker, aber wir trinken eigentlich nichts. Das steht immer da und wir nehmen es uns immer vor, aber irgendwie trinken wir das doch nicht. Das sind auch Sachen, die haben wir von der Hochzeit. Ja, das stimmt, da ist schon ein paar Jährchen her. Oder hier der Likör 43, den habe ich von meinem Schwager bekommen, als ich meine Ausbildung abgeschlossen habe. Deine Gesellenprüfung, genau. Seitdem lebt der. Ja, und so viel dann zu meinem Bereich. Ja, ich kann hier nichts zu sagen. Nächster Raum, mein Raum. Und hier ist meine Kreativecke. So würde ich jetzt einfach mal so sagen. Kreativecke trifft es, glaube ich, ganz gut. Ja, oder? Ja. Also, das war Peanut. Peanut hat was zu erzählen. Hier habe ich einmal einen Tisch. Hier kann ich mir dann meinen Shellack zum Beispiel auftragen oder auch ganz normalen Nagellack. Also ich habe hier meine ganzen Nagellacke. Und so weiter und so fort. Natürlich habe ich auch einen Fernseher hier drin, weil wenn man hier stundenlang am Tag drin sitzt, dann muss man doch irgendwie was hören oder schauen und die ganze Zeit aufs Tablet ist auch doof. Deswegen hat Eugen mir einen Fernseher hier reingemacht und eine kleine Playsy, damit ich auch einfach Netflix gucken kann, während ich hier meine kreative Ader ausübe. Ist auch völlig egal, wo Brina sitzt, weil der Fernseher ist an alle Seiten drehbar. Man kann ihn genau zu jedem Tisch quasi rüberstellen. Machen wir am zweiten Tisch weiter. Das ist meine, da liegt noch eine Barbie. Ha, die wird also bald benutzt. Das ist mein Basteltisch. Hier ist alles, was ich habe, um zu basteln. Ob es buntes Papier ist oder eine Big Shot, verschiedene Stifte in verschiedenen Ausführungen, ja, Stanzen und so weiter und so fort. Also hier ist alles drauf und drunter, was ich so zum Basteln benötige.
Auch hier sind die Kunstwerke von Leon. Nächster Tisch ist mein Nähmaschinentisch. Hier ist meine normale Maschine und meine Overlook. Dann habe ich hier so ein Brett hängen, wo meine ganzen Scheren und Garn, verschiedene Garne dran. Garne? Garne, glaube ich, ja, ja. Meine verschiedenen Nähgarne. Nähgarne, Garns drauf sind. Hier sind noch Susanne und Lisa. Das sind meine Puppen aus meiner Kindheit, die. Dürfen einfach nicht weg. Das ist dein Heiligtum. Genau. Dann habe ich. Welche ist denn welche? Das ist Susanne und das ist Lisa. Ja, große, große Liebe, gerade Susanne war hoch im Kurs. Hier haben wir noch einen Tisch, der ist ein bisschen höher gestellt als der. Einfach nur, damit ich hier meine Stoffe zuschneiden kann und mich nicht immer so drücken muss beim Schneiden, weil hier sind dann die Stoffe und am Tisch ist auch noch Stoff und es ist jetzt einiges wieder abgearbeitet worden. Es fehlt schon wieder einiges an Stoff. Es wird Zeit, dass mal wieder irgendwo ein Stoffmarkt ist, dass ich wieder shoppen kann. Genau. Das soweit. Das ist dein kreatives Zimmer. Mein kreatives Zimmer, genau. Wenn ich nicht oben sitze und mich schminke, sitze ich hier unten und arbeite kreativ. Genau. Gehen wir in den unspektakulärsten Raum, glaube ich. Und das ist der offizielle Kellerkeller bei uns. Also, ja, das ist so ein typischer Kellerraum einfach. Ne? Also wir haben hier alles voller Regale. Hier ist noch Backup an Knete, Fensterputzer. Hier sind noch so ein paar von diesen Teppichen, falls mal einer kaputt gehen sollte. Werkzeug und Werkzeug und Werkzeug und nochmal Werkzeug. Hier ist noch Kissen drin, falls wir es erweitern müssen. Hier sieht er UTTU, das ist die Firma. Ja. Werkzeugfarben, restliche Fliesen, Inliner, Rollschuhe. Ja, einfach nur im Keller halt, ne? Alles, was man braucht, um hier irgendwie arbeiten zu können. Genau. Ihr seht auch. Das meiste ist in der Garage, aber. Brinas altes Lieblingsgerät, der GHD, der jetzt inzwischen abgelöst wurde. Aber es ist der Karton, der GHD ist trotzdem immer noch oben. Ja, hier hinter ist einfach nur unser Silo von den Pellets. Das brauche ich euch, glaube ich, nicht zeigen. Das ist ein riesiger Kasten, da sind Holzpellets drin. Hinter der Tür ist unsere Heizung. Das, glaube ich, brauche ich euch auch nicht zeigen. Auch unspektakulär. Spektakulär. Jetzt haben wir noch ein Zimmer hier unten und das ist die Waschküche. Oh, Oma knackt. Oma. Die Waschküche. Ja. Das Wäschereich. Wir haben hier Waschmaschine und Trockner, ein Waschbecken, ein Regal, wo die ganzen ja, Waschpulver, Weichspüler, Entkalker. Hier unten ist eine Trommel, da ist ganz viel Waschpulver drin. Das ist so unser Alltagswaschpulver. Dann haben wir da die Wäschestände und unsere Internetverbindung hängen. Die Tür nach außen. Hier habe ich dann noch so eine Kleiderstange hingehangen, einfach so, wenn man mal Jacken, Blusen, Hemden und sowas trocknen möchte, dann hänge ich die hier auf, dann knittern die nicht so arg oder nach einem Bügeln, dann hänge ich die auch hier auf. Dann haben wir hier noch einen alten Kleiderhaken, da haben wir einfach nur so meine Wintergassi-Gehjacke ist hier drin oder dran oder hier die zwei Jacken für den Garten, wenn mal draußen gearbeitet wird, bei ein bisschen frischer Luft. Hier haben wir dann weiße Wäsche, rote Wäsche, schwarze Wäsche, Socken, die noch keinen Partner haben. Hier habe ich einen Tapetentisch mit Stuhl. Da hinten hinter der Tür steht noch ein Tapetentisch, dass wenn ich Wäsche zusammenlegen muss, dann setze ich mich gerne mal hin und falte im Sitzen. Bügeleisen und Bügelbrett. Genau, und hier haben wir noch ein Regal stehen. Da stehen vier... Oh, wir kommen da. Sag mal Hallo. Noch ein Regal, da stehen normalerweise vier Wäschekörbe, ja, stehen immer noch. Zwei sind noch gefüllt, das ist meiner und Eugen. Da ist frisch zusammengelegte Wäsche, die wir dann einfach in unsere Schränke einsortieren müssen. Leon, Leila und wir beide. Genau, und Waschbecken ganz einfach noch. Das ist Gold wert, dieses Waschbecken. Schon alleine, wenn man von draußen kommt und matschige Schuhe hat, einfach mal die Schuhe abzuspülen oder man muss irgendwas einweichen, dann ist das wirklich Gold wert. Ja, das ist meine Waschküche. So ihr Lieben, das war die lang ersehnte Haustour von uns für euch. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Ihr könnt ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr euch auch so einrichten würdet, ob ihr es gut findet, so wie wir leben, oder ob ihr sagt, nee, geht überhaupt nicht.
Wir fühlen uns hier absolut zu Hause und angekommen. Das ist das schönste Zuhause, glaube ich, was wir bisher hatten. Ja. Und dann würde ich sagen, kümmern wir uns jetzt um den Garten, weil den machen wir jetzt fertig und dann seht ihr den auch noch demnächst. Ich hoffe, das Wetter wird bald besser. Und dann würde ich sagen, verlinke ich euch hier einmal meine letzten zwei Videos. Die könnt ihr euch nochmal angucken, falls ihr das noch nicht getan habt. Hier verlinke ich euch einmal meinen Kanal, da könnt ihr mich kostenlos abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr keinen Upload auf meinem Kanal verpasst. Und dann danke ich euch fürs Einschalten und sage Tschüssi und bis zum nächsten Mal. Tschüss.